ich denke, wir haben heute ein gutes Spiel abgeliefert, haben viel gekämpft, sind viel gelaufen und haben am Ende dann als Team gewonnen. Ja, das Ergebnis spricht halt für sich. 5 Tore Unterschied. Aber ich würde nicht behaupten, dass wir so um viele Klassen schlechter waren. Wir hatten halt auch Verstärkung aus der ersten B. Ja, ich würde behaupten, dass wir vor allem defensiv ziemlich schwach waren. Wir waren immer einen Tick zu spät im Zweikampf, haben eigentlich, wie man auch sehen kann, fast keinen Zweikampf gewonnen. Und ja, und dann haben wir uns ein bisschen liegen lassen. Und deswegen würde ich sagen, ging es halt auch 3-4 Gegner aus. Auf jeden Fall war Chemie Adlershof heute ein starker Gegner und die waren vor uns in der Tabelle, aber durch unseren Sieg heute sind wir jetzt vor denen natürlich und es war auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.